Aaron Amarone Finish zum dritten und Action! Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Und nun folgt der dritte Streich, das Amarone Finish. Hol die Flasche mal raus. Hatte ich bis jetzt noch nicht. Amarone Finish. Ich glaube mal, ja, in Schottland. Glaube ich bewusst gar nicht gesehen. Aber ich lese ja auch jetzt nicht mehr jede neue Erscheinung durch. Elsburn, oder wie unsere Harzer jetzt heißen. Der Harzer Roller, der hatte mal sowas auch irgendwo drin. Ich glaube, die verwenden ja wirklich jedes Fass, was sie bekommen. Ist ja auch nicht schlimm. Aber ich meine, da habe ich mal Amarone gelesen. Und bei hier unseren anderen aus Deutschland, ne? Hier St. Kilian. Genau, da. Ja. Flasche übrigens sehr, sehr schlecht zu filmen, muss ich echt sagen. Dieses Rot verträgt sich mit der Kamera und dem Fokus überhaupt nicht. Aber ist ein anderes Thema. Wie bei den anderen auch, 50 Volumenprozente, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Farbe nochmal von allen dreien. Er hat auch so ein, ja, wie soll ich das sagen, so ein Rotstich, ne? Amarone, ich musste auch kurz gucken. Ich meine, ich habe zwar mal einen getrunken, aber so genau, ich bin nicht der Weinexperte. Wusste ich das jetzt auch nicht mehr. Amarone ist ein Rotwein aus Italien, aus einem Weinanbaugebiet in der Region Venetien. Ja, so spricht man es, glaube ich, aus. Dabei, um jetzt ganz nur an der Oberfläche zu kratzen, wird ein Teil der Trauben vor der, bevor der Wein gekeltert wird, getrocknet. Ne? Also so eine Art Süßwein. Ne? Habe ich jetzt hier, Süßwein habe ich nicht dabei stehen, aber sowas in der Art. Ne? Er verliert Wasser und dadurch ist der Zuckergehalt höher. Ja. Kennen wir irgendwoher. Ne? Also Eisweine hatte ich schon ein paar, da funktioniert es ja ein bisschen ähnlich. Ich glaube bei Madeira oder so ist das doch auch, trocknen da die Beeren nicht auch erst unter der Sonne? Ja. Entschuldigt, wenn das so ein Halbwissen ist. Ja, unter 40 Euro. Kein Alter. Kein Alter ist ganz interessant. Der hat hier wirklich kein Alter. Warum sage ich das so? Wer meine ersten beiden Videos aus der Serie nicht gesehen hat, die da hinten tragen ein verstecktes Alter. Auf der Aaron-Seite wird auf jeden Fall aktuell einmal, finde ich ganz interessant, beim Sautern von 8 Jahren gesprochen und beim Port von circa 8 Jahren. Und hier, ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber wörtlich übersetzt von, dass er zuerst in klassischen Eichenfässern reifte für mehrere Jahre. Was das auch immer heißt. Ne? Finishlänge auch nicht bekannt. Gut, Amaro von Amarone, ich werde es falsch aussprechen, sagte Wikipedia mir noch, heißt bitter. Und ja, so kennt man das ja auch von manchen schweren Rotweinen, ne? Deshalb, da bin ich mal gespannt, was mich da erwartet. Also ich denke jetzt nicht an Bitter Lemon, ne? Ja, schon eine interessante Farbe. Ja, das kann man nicht so gut wegstecken. Nicht vom Vertragen her, sondern sehr, sehr verwirrend, weinlastig. Weinlastig mit ein bisschen Parfüm? Weinlastig mit ein bisschen Süße drüber. Ja, wie gesagt, Süßwein durch die Trocknung, ne? Aber auch sehr, sehr rote Beeren. Sehr wahrscheinlich wegen Rotwein, stelle ich mir das gerade vor. Traubig rote Beeren. Hatte ich eben beim Portwein, meine ich, auch gesagt. Da hatte ich aber eine Erdbeere noch dabei. Hier habe ich eher ein bisschen Säure direkt in der Nase. Ja. Ungewohnt. Kenne ich noch nicht.
Ja, hinten raus wird er so ein bisschen dumpf, mysteriös. Kann ich gerade schlecht einschätzen. Vielleicht ja, irgendwie so ein bisschen bitter. Na, mir fällt gerade nichts Besseres ein. Nehmen wir ihn. Gefällt mir gut. Ich glaube, von Aaron bleibt hier am wenigsten über von den dreien. Aber ein interessantes Weinfinish, ja. Sehr intensiv, sehr schwer. Bei den anderen habe ich, glaube ich, bei beiden von leichter gesprochen. Der verdeckt den Aaron am meisten. Gefällt mir gerade am besten. Nichts gegen Aaron, um Gottes Willen. Also so soll das nicht rüberkommen. Aber wirklich ein volles Brett an oder eine schöne Kombination aus Süße, roten Beeren und Holz. Ja, so ein bitter Schokolade, zartbitter, können wir uns jetzt drüber streiten. Sonst schiebt man das ja schnell aufs Holz. Aber wenn das hier auch ein Charakter von dem Wein ist, würde ich jetzt nicht behaupten, wo das herkommt. Kein Alkoholstechen hatte ich beim Port vorhin ein bisschen. Mehr Holz als beim Sautern. Ja. Finde ich ganz gut gelungen. Den gibt es auch schon länger. Also den gab es auch damals in dieser höheren Flasche, in der alten noch. Da hatte ich ihn aber nicht. Von den anderen beiden, kann ich jetzt schon mal verraten, hatte ich ja noch ein Sample. Hier, den habe ich noch nie probiert, wie gesagt. Wir tun gleich mal ein bisschen Wasser dran. Er könnte ein bisschen vollmundiger werden. Also, er hat so leichte, trockene Ansätze, aber das untersuchen wir nochmal beim zweiten Schluck. Sehr mundausfüllend. Also ich hatte beim Port eben ein bisschen Speichelfluss, hier habe ich ihn auch. Er ist aber gleichzeitig irgendwie vermittelt er mir einen leichten, trockenen Eindruck, wie das so ein Rotwein so gut kann. Jetzt kommt noch mal kurz die Säure. Wieder diese Zartbitterschokolade, aber untermalt mit roten Beeren. Wie gesagt, Säure, deshalb, ich bin jetzt nicht bei einer Kirsche oder so, die hat für mich keine Säure. Also jetzt eine Sauerkirsche, klar, aber eine richtig süße, ne? Und deshalb bin ich irgendwie bei roten Beeren, die Säure, diese Zartbitterschokolade, vollmundig, recht kräftig, die 50 Volumenprozente. Mal gucken, wenn wir es jetzt ein bisschen verdünnen. Vom Aaron, kriege ich nicht viel raus. Also habe ich bei den anderen beiden mehr bekommen. Vielleicht müsste man ihn nochmal einzeln probieren, um darauf zu achten. Aber ich kann ja auch nicht alles machen. So. Bleibt auch lange im Mund. Jetzt, wo die Säure allmählich verschwindet und ich ihn jetzt im Abgang habe, von der Frucht her, komme ich allmählich zu irgendeinem Kirscheinfluss. Auch wenn es ein künstlicher vielleicht ist. Hat sich ein bisschen geöffnet. Leichten Vanilleeindruck habe ich. Aber doch mit Süße und dann kommen die Beeren. Ja, doch ganz schön kräftig untermalt. Also ganz oben drüber. Wenn man jetzt den ein bisschen verdünnt hat, kriegt man ein bisschen den Aaron mit, weil ich ihn bei den anderen beiden hatte. Also so eine leichte, malzige Note mit ein bisschen Vanille habe ich jetzt hier. Aber da muss man auch dran glauben. Okay.
Er wird trockener jetzt. Den Alkohol ein bisschen eingefangen, die Aromen etwas verstärkt. Was Neues dabei. Eine Vanille, finde ich. Eine Kirschvanille. Sobald diese Säure aussetzt, denke ich nicht mehr an rote Beeren, sondern doch eher jetzt an Kirsche. Die Zartbitter ist da. Wenn er doch 12 Jahre hätte oder 14, 15 Jahre. Ne, und dann, sage ich mal, so ein bisschen aufgeteilt eben auf die Erstbelegung und dann vielleicht auch eine etwas längere, obwohl, ich meine, wie gesagt, er hat ja intensive Eindrücke mitbekommen. Diese, ich stehe einfach auf so eine schöne Zartbitter-Schokolade, die untermalt ist von Trauben, Süße, Beeren. Das mag ich schon, ne? Also, der Aaron, der am wenigsten hier durchkommt, gefällt mir am besten, aber es liegt nicht am Aaron, auf gar keinen Fall. Ich kann das selber bei mir auch nicht ausmachen. Manchmal sage ich ja, Mensch, der Malt ist total zugekleistert. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich möchte einen puristischen Whisky haben. Und hier meine ich, ist das trotzdem noch im Lot. Aber das ist meine persönliche Meinung. Und die wird bei jedem variieren anders sein. Und jeder wird sagen, Mensch, das ist mir jetzt zu viel, das ist mir zu wenig. Ich kann es euch noch nicht mal genau erklären, warum er mir hier jetzt am besten gefällt, obwohl es so ein doch von den dreien das schwerste Finish ist, was generell für mich nicht immer das Beste sein muss. Dann folgt der Sautern. Da kriegt man, also wer noch ein bisschen mehr Aaron-Charakter haben will und vor Süße keine Angst hat, dann den Sautern nehmen. Bisschen weniger Frucht. Und das Port-Finish ist dann letzten Endes am langweiligsten, am einfachsten zu durchschauen. Der Alkohol stört mich da drin. Dabei trägt er ja eine Altersangabe von circa 8 Jahren. Aber da finde ich den nicht so schön eingebunden wie hier und im Sautern. Ich glaube, der Sautern ist der feinste. Man haut ein bisschen mit seiner Süße rein, ne? Muss man so zugeben. Alle unter 40 Euro. Ich denke, es ist ein akzeptables Angebot, ne? Ja, war doch mal ganz interessant. Ich hatte erst überlegt, noch so ein Zusammenfassungsvideo zu machen, aber wer jetzt eben den dritten nicht schaut, hat Pech gehabt. Okay, schreibt mir doch mal drunter, welcher euch davon am besten gefällt. Auch wenn es der Port ist, keine Hemmung. Ich, wie ich gerade schon gesagt habe, am Ende muss das jeder selber wissen. Ich finde es nur immer interessant, wenn jemand das so ein bisschen darlegen kann, erklärt, was ihm daran gefällt und ich wieder was dazulerne, was manche Leute mögen, was ich vielleicht, also so ein Aha-Erlebnis, so aha. Nicht, dass ich das dann übernehmen will und kopieren will, aber ich finde das ganz interessant, einfach zu wissen, so wie die Whisky ja, Geschmäcker so ticken. In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.